Folge 16, Bad Company. Fritz fährt. Wir müssen unsere Jungs aus dem alten Kloster raushauen. Da hat sie der Legionär nämlich eingesperrt. Die sind bestimmt alle schon konvertiert. Zu irgendwas. Zum Klostantismus. Das der gefährlichste ist. Zu Fans von Vorabend. Ja. Wow. Ich fahre mal dran vorbei. Vorteil ist, der Panzer ist gar nicht so schnell. Wir haben in der letzten Folge diesen Legionär, also diesen Oberbösewicht, das erste Mal gesehen, der so dieses typische Bösewichtsding gemacht hat, nämlich mit Pistolen auf Kameras schießen. Und, aber das verwechselt hat mit einem Mikrofon, ne? Ja. Ja, ist das Funkgerät an? Ist das Funkgerät an? Mm. Chef, Schnauze. Das schneiden wir hinterher raus. Ich fahre hier einfach mal an die ganze Bedrohung vorbei. Was soll das? Wie in einem James-Bond-Film. Da würde ich ja hinter mir noch so eine Öllache verbreiten und mit Raketen nach vorne schießen. Aber ich kann die Geschütze hier nicht mal bedienen, weil da keiner dabei ist. Wie immer. Sieht ja wieder schon sehr Bergkloster. Da oben ist es, glaube ich, gerade eben schon gewesen. Hat schon rausgespitzt aus dem Dickicht. Kann ich nach oben gucken? Dickicht. Kann nur zur Seite schauen. Ah, das sieht mir doch hier in einer gefährlichen Ecke aus. Wow. Das sind nicht die Soldaten, die sie suchen. Oh oh. Ach schade, ich dachte, den nehme ich mit. Ich konnte vom Nachrichtendienst einen alten Plan des Klosters bekommen. Nicht viele Details, aber scheinbar gibt es in der Ostmauer einen Geheimeingang. Sehen Sie sich das mal an, aber fallen Sie nicht weiter auf. Es gibt einen Geheimeingang. Muss ich mal heilen, du hast nur noch 14 Hitpoints. Oh, du hast recht. Steck mal aus. Und wieder rein, und wieder weiter. Das Auto, weiter? Das Auto tut's ja noch, aber du ja, selber stimmt. Hattest halt. Was ist denn jetzt hier los? So viel Beschuss. Ich vergiss da gleich, wie der Vorwärtsgang geht. Hä, was ist denn da los? Doch, jetzt geht's. Ja, ja, dann lebt halt weiter. Ah, das feigen, ist ihr feigen Lebewichte. Whoa. Ich park mal hier. Nein. Hat er es überlebt? Ja. Nee, doch. Warte mal, ich muss hier irgendwie weg. Habe ich den Zoom noch an? Was ist denn da los? Ich glaube, das FOV ist so. Warte mal, das komische Scharfschutzgewehr ist so gar nichts. Taugt dir nicht, ne? Nee. Also nicht auf den entfernen. Du bist wieder so ein Laser. Ja, Battlefield wäre auch besser mit Lasern. Das beste Battlefield hatte das nicht sogar Laser? Nee, oder? Ich glaube, anders war auch 42, alles. Ich glaube, Fahrzeuge hatten Laser. Und es hatte halt Max. Mhm. Es gibt ja mal wohl nichts Besseres als Max in einem Spiel. Hat das neue Call of Duty, hat keine Max, oder? Ah, naja, das hat ja so eine, also ich glaube, da sind bestimmt irgendwelche drin, weil es gibt ja auch diesen komischen Spinnenpanzer. Mhm. Diesen Walker. Aber es hat halt so Exosuits und so dicke Exosuits, das ist ja fast schon wie ein Mac. Nee. Da würden Mac-Puristen meckern. So, du lädst nach. Lädst nicht mehr. Klink. Wo sind die denn alle? Ach guck mal, die sind hier noch im Haus. Sagen wir es jetzt bei der Waffe, das, ist das wieder richtig rumgebaut? Mit dem Patronenauswurf? Ja. Oder kommen die da gar nicht irgendwie raus? Die kommen, glaube ich, da unten irgendwie raus. Man die kommen da gar nicht raus. Das ist ein Einmal-Scharfschützengewehr. Das läuft man dann weg. Ja. Ja, was glaubst du, wie diese Industrie jedes Jahr so viel Geld machen kann? Weil da schiebt er ja bloß diesen komischen Reinschiebehebel zurück. Stimmt, der Reinschiebehebel, ja, das ist so heiß. Fachtermini. Ja. Das ist auch die Peng Peng. Die berühmte. Ja. Diese Peng Peng. Oh. Ich mach mal kurz Puff-Buff. Palim, palim. Aber Autoradio funktioniert. Ich wollte gerade sagen, es düdelt immer noch munter vor sich hin. Naja, es passt. Warte mal. Ja. Oh. Jetzt Mensch, ist nichts mehr da, oder was? Das wird nichts mit der ESL. Ach, da hinten ist ein Geschütz. Und jetzt heilen, ne? Du bist immer so.
Immer auf Nummer sicher und hier. Ich bin ja der Bausparer unter den Shootern. Und so. Messer an. Speicher mal lieber und so ein Zeug. Hallo? Was ist hier? Ich bin der Speicher. Ich bin der ganze Spielstände mit seinen dicken Händen löscht. Oh. Hat er eben gerade noch geschlafen? Ja, jetzt schläft er. Lektion gelernt? Nie direkt abschießen. Immer durch Explosionen wegschubsen. Hinter dir. Na gut, dann halt mit Medizin. Kann es sein, dass es der Shooter ist, wo man am nächsten am Gegner dran ist? Oder zumindest unser Let's Play, wo wir ständig Leute aus so lächerlichen Entfernungen im Zoom haben. Ja, das liegt auch an einem engen Sichtfeld. Wir sehen ja sonst nichts. Oh, ach guck mal, die können das auch mit dem alles sprengen. Indirekten zerstören. Das könnte schon sein. Das ist unser Zugfühlung, deine unsere Theorie. Ja. Das. Ah. Wie? Das ist jetzt wieder unkaputtbar. Oh nein, unkaputtbares Gitter. Da wird laut geschossen im Innenhof. Das ist das blödeste Gitter. Warte mal. Also. Du sterben. Du. Moment. Ja. Kannst du nicht kaputt machen, geht nicht. Was? Geht nicht. Das Haus? Ja. Ja, das ist hier mit dem. Das hat der Fuchs gebaut. Wer ist denn dieser Bausparer-Fuchs? Hat der überhaupt einen Namen? Der Wüstenrotfuchs? Ja, der Wüstenrotfuchs. Ja, der heißt doch, hat doch Herr so. Wüstenrotfuchs für sie immer noch. Achso. Wenn man so einen Bausparvertrag macht, ist man dann, darf man den dann irgendwie duzen? Den darfst du dann essen. Fuchsen? Nee, ist wieder was anderes. Nee, Mausen, meinte ich. Legt euch nicht mit dem Heck! Was war das denn jetzt? Schön, dich zu sehen. Wir dachten schon, du bist tot. Was machst du denn hier? Ja, euch suchen. Oh, du willst uns retten? Das ist klasse, Mann. Ich meine, das ist zwar nicht nötig, aber trotzdem danke. Ah, kein Problem. Willkommen zurück, Marlow. Aber raus hier, bevor der Feind sich neu sammelt. Ja, wir müssen diesen Sardanski finden. Nur er weiß, wo das Gold ist. Habt ihr ihn gesehen? Wisst ihr, wo er ist? Nein, nicht wirklich. Aber Haggard meint, wenn wir eine Weile hier im Kloster herumstolpern und an etwas Nettes denken, laufen wir ihm vielleicht über den Weg. Ich glaube, so ist der Plan, oder, Haggard? Ganz so hätte ich es zwar nicht formuliert, aber so in etwa ja. Bravo One Charlie, hier ist Mike One Juliet. Hören Sie mich noch, Marlow. Haben Sie die anderen gefunden? Over. Ja, er hat ein bisschen Glück. Over. Wir sind alle hier. Wie geht's so? Ich schwöre, ich kenne Ihre Stimme von sexystimmen.com. Ach, Haggard, Sie können mir doch nicht meine Tasse Kaffee spendieren. Das war ein Korb, Haggard. Aber wenn Sie schon fragen, mir geht's gut, danke. Und ich bin froh zu hören, dass Sie alle wieder zusammen sind. Over. Wir suchen weiter nach Serda. Wissen Sie, wo Sie ihn festhalten könnten? Over. Keine Ahnung, aber an der Flussmündung ist eine Menge Aktivität. Versuchen Sie es da mal. Over. Okay, Mike One Juliet. Dranbleiben. Over. Ich tue mein Bestes. Out. Da haben wir uns ja auch kennengelernt, ne? An der Flussmündung? Nee, oder bei sexystimmen.com. Genau. Hallo. Wurde schon ja so ein. Das klingt ja schon zwielichtig mit der Dotcom-Endung. Trotz deutschem Namen. Aber ganz in eurer Nähe sind mehrere feindliche. Verdammt, out! Wir müssen hier raus und schnellstmöglich ein Fahrzeug finden. Ein Wagen kommt näher. Das war tatsächlich kurz. Kommandotruppen. Ich finde es auch geil, dass dieser Funk erst ging, als Marlow neben denen stand. Funk ja bekanntlich immer nur funktioniert, wenn einer daneben ist. Das ist wie eine Brieftaube. Die gute Funkbrieftaube. Ich hau ja, ihn mal ab, oder? Rein da. Tschüss. Sind die alle Hubschrauber. Ist mir egal, Hegel. Ja, dir vielleicht. Das erinnert mich schon wieder alles frappierend an die Gamescom-Hinfahrt. Das ist ja alles so. Mit dem Hubschrauber und dem MG. Ja, aber das da so, viel das nettere da so Leute kalt dabei. War. Nee, das ist auf der Rückfahrt. Du bist auf der Rückfahrt krank geworden von der Gamescom, ne? Ja, das war ein Scheiß. Das war so ein unterkühlter ICE. Wahnsinn, ich weiß nicht, was sie mit uns machen wollten. Wenn sie München als Eis am Stiel verkaufen wollten. Das ist ja auch blöd, im Zug kann man das ja gar nicht so ausschalten, ne? Da hat man immer da diese kalte,
Kalte Brise im Gesicht. Wupp. Sag mal, kommt das hinten aus Haggard oder ist das Sarge? Wieso hängt denn der da so blöd? Oh oh. Oh oh. Oh oh. Jetzt machen wir hier nicht so eine Panik. Alles kaputt. Tritt drauf! Moment. Kurz heilen. Und reparieren. Gut, dass ich das Tool mitgenommen habe. Not. Aber Zofahrt war trotzdem nett. Ja. Besser als Autofahren. Dass man obwohl das Autofahren auch nett war, obwohl ich bin auch nicht gefahren. Ja, da ist man hinterher, will man echt nur noch sterben. Nach dem Zug ging es eigentlich noch. Wir könnten ja auch irgendwann mal fliegen, wenn wir nicht unsere Planung immer ungefähr 5 Minuten bevor wir losfahren machen würden. Mhm. Aber ich glaube, an dem Punkt werden wir nie kommen. Ja, oder wenn wir halt einen Learjet haben, dann können wir ja fahren, wenn wir lustig sind. Wow. 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 Wie viele Leute sind denn hier? Ist das cool? Ah! Oh oh, 29, 18, 17. Jetzt aber Kette. 14. Die Helis sind hier. Nimm den Jeep, der da steht, mit, oder das Fahrzeug. Ja. Or not. Or I don't. Hau schon mal an. Und schon ist alles wieder heile. Top. Oder ist ja auch das andere. Das andere Fahrzeug. Ach, passt doch nicht auf Granatwerfer. Auf irgendwo ist ein Hubschrauber. Guck mal, da oben ist ein Hubschrauber. Hast du gesehen? Wie cool ist es, dass der da hinten dran hängt? Der Heli ist uns immer noch auf den Fersen. Los, vor allem ausgerechnet Sarge. Ja. Sitzen sie denn immer in der gleichen Konstellation oder ist das zufällig? Das ist zufällig. Das Ende der Straße. Planänderung. Zum Boot. Wir machen das jetzt anders. Wie das ein Stein. Lass uns ein Boot oder sowas klauen, um die Küste zu erreichen. Boot. Was für ein Tipp. Schieß doch, Sweets. Oh scheiße, da kommen die Panzer schon von der Seite. Boah, so eine coole Mission. Ja, Boote. Was halte ich geschlossen? Schüttel den Heli ab, los doch! Shut up, wahrscheinlich. Stimmt, jetzt. Halt dich geschlossen, egal. Oh fuck, guck mal, sogar ein großes Raketenboot. Ja, da hat sie ihn runtergeschleudert. Das ist echt wie Hot Shots. Oder Rambo, oder. Ne? Sie wissen schon. Ich habe letztens die Parks and Recreation-Folge gesehen, wo er das nacherzählt, glaube, Rambo das nacherzählt. Wir verlassen den Wagen und verstecken uns. Der Chris Pratt, oder wie er heißt, ne? Ja. Hey, der Heli da hat uns an der Grenze zum Absturz gebracht. Ja, und ich kann mir jetzt auch vorstellen, wem er gehört. Da! Das ist der Präsident! Offenbar konnten ihre amerikanischen Freunde entwischen. Weit kommen sie nicht. Diese Imperialisten-Schweine nicht sind meine Freunde. Die haben ihnen aber geholfen, vor ihren Schulden zu fliehen. Das war doch nicht Flucht, es war Entführung. Ganz übel. Es ist mir egal. Mir ist jetzt klar, ich bekomme das Gold, das sie mir schulden, nie mehr. Darum vergesse ich ihre Schulden und nehme stattdessen ihr Land. Das macht nichts. Gar kein Problem. Ich gehe in Exil und führe ruhige Leben. Da bin ich mir sicher. Umlegen. Ich nicht betteln werden um mein Leben. Lassen Sie meine Arme runter. Ja, bitte. Was machen wir jetzt? Was würdest du denn vorschlagen, Klugscheißer? Haltet mal die Klappe, ihr beiden. Und folgt mir. Das ist ein Wunder! Ich bin nicht tot! Hallo, Eure Hoheit! Kumpel, weißt du, wer wir sind? Ja, ja! Imperialistenschweine! Die Klappe! Nehmen wir das Boot! Imperialistenschweine!
Ich muss mich übrigens für die Katzengeräusche entschuldigen, weil mein Headset, das schabt hier schon wieder so ein bisschen. Es ist anhört, als würde ich eine Katze auf dem Schoß haben, der es gerade ganz gut geht. Das ist nur das Headset. Der Vater des serdaristanischen Volkes gab uns wertvolle Tipps. Er sagte uns, das Gold sei im Tanker des Legionärs in Sardis, der Prachtstadt am Kaspischen Meer. Naja, das wäre sie, wenn man sie fertig gebaut hätte. Und der Präsident persönlich? Ihm wurde wie gewünscht Exil gewährt. Ah, ist das romantisch. Hey, Leute, guck mal. Da ist es. Ja, ich hab doch gesagt, wir sehen das Boot wieder. Ja, das ist der Legionär. Tja, anscheinend sind wir hier richtig. Okay, wie packen wir es an? Wir müssen es auf die umständliche Tour machen. Sichern wir erstmal den Strand. Ich liebe es hier. Sieht aus wie ein Ort, an dem ich Urlaub machen würde. Klar, wenn einem die Scharfschützen nichts ausmachen, oder die Minen am Strand, oder der Geruch des Todes. Wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht, wollten die hier so einen riesen Urlaubsclub bauen, bevor der Krieg ausgebrochen ist. Aber sowas ist Leuten wie euch ja egal, was? Hört mal, wenn wir eine Chance haben, an das Gold zu kommen, dann jetzt. Suchen wir uns einen Wagen und fahren dann über die Küste nach Sardis. Wir versuchen, dem Schiff so nah wie möglich zu kommen. Und dann? Und dann was? Dann improvisieren wir. Okay, Jungs, bin ich der Einzige, der langsam kalte Füße kriegt? Aha, du bist die einzige Heulsuse hier, Sweets. Ja, wir improvisieren dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Ciao.